Gut, Leute, das ist jetzt ein Pro Wien Air Bowl, was der Motor nicht funktioniert. Den werden wir jetzt heute komplett auseinanderbauen, bis zum Motor eben vordringen. Das Video habe ich aber gemacht, bevor ich mich jetzt schlau gemacht habe, ob es überhaupt Ersatzteile dafür gibt. Und ja, leider gibt es keine. Somit wird das Video eben bis zum Zerlegen weiterreichen und eben nicht mehr. Beginnen wir mal. Provin. Bei dem dreht aber der Motor nicht. Und das werden wir jetzt auf dem Grund gehen und schauen, ob wir das hinbekommen, dass das wieder funktioniert. Öffnen wir jetzt einmal diese Schrauben hier. Ganz schön verschmutzt das Ganze ist ganz schön verschmutzt, weil es in ein Raucherzimmer gestanden ist. Das können wir dann auch reinigen, aber zuerst versuchen wir das Teil überhaupt zu reparieren. Testen wir mal als erstes den Motor, ob der funktioniert. Das ist dieser hier. Der Stecker ist es. Testen wir mal. Was kommt da für ein Strom ran? Das ist ein 12 Volt, 1 Ampere Max. Okay, schauen wir. Gut, versuchen wir mal jetzt, ob das läuft. Das ist die Masse. Das Plus. Ja. Scheint so, als ob der Motor nicht will. Okay. Gut, dann bauen wir mal den Motor aus. Dazu muss man da diese Schrauben öffnen. Das muss auch noch raus. Okay. So, da haben wir jetzt den Motor. Zwölf. Volt, 38 Ampere. Schauen wir mal, was ein Motor so kosten würde. Das versuchen wir nochmal. So, wenn ich da halte und drehe, kriegen wir auch das heraus. So, so sieht es da unten drunter nichts. Aber ich habe da was entdeckt. So ein Siegerring. Aber wie ich das aufkriege, ist eine andere Geschichte. Wir werden es sehen hier drinnen. Radlager.
Windschirme. Das ist schwierig, da was festzustellen, was kaputt ist. Ja, so Leute, ich hoffe, das Video bringt euch weiter. Leider habe ich wirklich keine Teile dafür gefunden. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Und bis zum nächsten Video. Baba.